eine Rückmeldung zu dem letzten Audio bzw. Video zum Schlüsselprinzip für glückliche Beziehungen. Und das ist, ja, da ist die Frage von jemandem, oder es wird beschrieben, dass derjenige oder diejenige in der Rolle dessen ist, der der Beziehung, der Verbindung hinterherrennt. Also die Konstellation ist, da ist ein Partner, der die Autonomie lebt in der Beziehung in einem Übermaß und derjenige, der gefragt hat, versucht eine Verbindung herzustellen. Und in der Mail kam die ganze Verzweiflung und Not und auch Ratlosigkeit über diese Situation zum Ausdruck, dass die Verbindung einfach nicht zustande kommt, dass der Partner das nicht versteht, wenn von Gefühlen die Rede ist. Und es wurde ein bekannter Autor, eine bekannte Autorin zitiert, die in solchen Fällen zur Trennung rät. Ja, also das gehe ich gerne drauf ein. Also einmal vielleicht noch mal ganz kurz: Im Kern ist das, was zwischen Menschen in der Beziehung läuft, relativ simpel. Es gibt, wie gesagt, nur diese zwei Varianten, die ich ja in dem vorhergehenden Video beschrieben habe. Und der Punkt ist ganz wichtig: Trennung macht grundsätzlich keinen Sinn. Nur wenn ich feststelle über längere Zeit, dass der Partner kein Interesse an der Entfaltung der Beziehung, an Bewusstseinsentfaltung hat und da nicht mitgehen will. Nur dann macht Trennung Sinn, aber selbst dann braucht man sich nicht trennen, wenn man das wirklich umsetzt, was ich beschreibe. Trennung ist nie eine Lösung, weil wenn ich mich trenne, bedeutet das, ich nehme mich aus einem Feld raus, aus einer Umgebung. Und das Nervensystem hat mich ja in dieses Feld reingebracht, aus bestimmten Gründen. Nämlich, um etwas zu aktualisieren. Wenn ich mich mitteile und bei mir bleibe, dann muss sich das Feld ändern. Und zwar wird sich das genau so ändern, dass der Partner entweder beginnt, da mitzumachen, oder der Partner wird sich trennen. Also natürlich kann ich mich auch trennen, wenn klar ist, dass der Partner kein Interesse daran hat. Aber ich kann das auch ganz radikal machen, das ist meine Empfehlung, und beide mitteilen bleiben und zu gucken, was passiert. Jetzt wichtig, was meine ich damit? Der Partner hat kein Interesse daran. Ich meine jetzt damit einfach nur, dass der Partner sagt und zum Ausdruck bringt, dass er wirklich das nicht möchte, dass er keinen Bock auf Gefühle hat, dass er keine Lust hat, an der Beziehung zu arbeiten, er hat keine Lust auf Paartherapie und das interessiert ihn alles nicht und er will einfach nur Chips und Klotze und Sex. So. Wenn das auf der Ebene läuft, dann geht das da nicht weiter. Ja, und dann, wie gesagt, entweder wirklich sich rausnehmen selber oder das noch nutzen und eben die Veränderung des Feldes erzwingen. Das ist aber sehr selten, weil jeder Mensch hat letztlich Interesse daran. Jeder Mensch möchte letztlich die Verbindung. So, das heißt, ich würde von der Idee von Trennung erstmal abrücken. Jetzt das Zweite. So wie das, so wie die Frage oder wie die Mitteilung war, heißt das, oder was ich da rauslesen kann, ist, dass da immer noch was gefordert wird. Ja, der Partner soll auf eine bestimmte Art und Weise sein. Ich habe eine Erwartung, dass der mich jetzt endlich versteht und mich und mitfühlt und auf mich eingeht und so. Das ist einfach der Versuch, seit der Kindheit die Verbindung herzustellen. Das hat schon als Kind nicht funktioniert. Und als Erwachsener versuchen wir das mit der Struktur immer noch. Ja, und suchen uns dann natürlich eben einen Partner aus, wo das wieder nicht geht, wo das genauso ist wie der Kind, wie in der Kindheit. Und das ist aber nicht das, was ich meine. Was ich meine, ist, sich mitzuteilen. Ja, es geht nicht darum, sich mitzuteilen, damit dann irgendwas passiert. Darum geht es nicht, sondern
Es geht darum, bei dem sich mitteilen bleiben. Und das geht dann auch weiter. Ja? Wenn das nicht passiert, was du dir erwünschst, ja, du teilst dich mit und es passiert das aber nicht, was du dir insgeheim noch erhoffst, dann geht es darum, auch das noch zu kommunizieren. Und was dann passiert, auch noch zu kommunizieren. Und dann kommst du natürlich an deine tiefsten Schmerzen ran. Und das, wenn du das machst, das hat so eine tiefgreifende Wirkung, wenn es den Partner erreicht, dass es bei ihm auch Dinge massivst in Bewegung setzt. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du ihn damit dann wirklich erreichst, dass sich dann wirklich auch auf der Seite von dem Partner was ändert, weil du dann nicht nach ihm greifst. Derjenige, der die Autonomie in der Beziehung rettet, der seine Autonomie retten will, der hat ja Angst vor Zugriff, vor Überschwemmung, vor Grenzüberschreitung. Wenn du jetzt also dahinter greifst und was haben willst, dann triggerst du genau das an bei ihm, was ihn zur Flucht treibt und zur weiteren Abgrenzung. Wenn du aber von dir aus dich mitteilst, was das macht und wirklich nur bei dir bleibst, dann hat das eine Chance, den anderen zu erreichen, weil das seine Grenzen nicht überschreitet. Es ist eine Mitteilung von dir. Da ist keine Aufforderung dahinter. Ja, der andere hat dann der hat dann den Raum, darauf zu reagieren. Also, das würde ich dir einfach empfehlen, da nochmal hinzugucken, ob du nicht vielleicht ab einem bestimmten Punkt in die Erwartungshaltung gehst und dich nicht mehr mitteilst. Und dadurch quasi aus dieser Öffnung rausgehst, vielleicht ohne dass du es so richtig merkst. Einfach weiter mitteilen. Es ist egal, was passiert. Das ist ja der Witz. Es ist egal, was in der Beziehung passiert oder nicht passiert. Es geht auch nicht darum, was zu verstehen oder ins Handeln zu kommen. Das funktioniert so, mit diesem Mitteilen. Du musst nichts weitermachen. Und diese Hoffnung, dass das endlich passiert, was du dir wünschst, die musst du fallen lassen. Weil das hält dich davon ab. Das ist genau das, was davon abhält, dass das geschehen kann. Das heißt, es geht darum, das loszulassen und stattdessen den ganzen Schmerz von sich aus mitzuteilen, was es mit dir macht. Ohne das mit Ladung zu unterlegen, ohne da einen heimlichen Vorwurf noch mit reinzubauen oder eine Forderung, ja, sondern wirklich bei dir bleiben. Ich fühle mich so und so und so. Ja. Und dann ändern sich die Dinge. Versucht in eine Kommunikation zu kommen über eure Zustände. Das macht nichts, wenn der andere Teil das nicht versteht. Das muss der nicht verstehen. Das ist egal, wie die Situation ist. Es ist wirklich völlig egal. Es ist egal, wer wie traumatisiert, verzerrt und sonst was ist. Solange ihr euch über das, was jetzt geschieht, in euch ehrlich mitteilt, beginnt die Heilung und die Transformation. Das ist einfach wie Mathematik. Das Ergebnis steht fest und das weiß ich aus eigener tiefster Erfahrung, dass das so ist. Und ich sehe es bei den Paaren, mit denen ich arbeite. Der Punkt ist einfach nur, wenn es nicht vorangeht, dann steigt man an einer Stelle aus dem Prozess aus. Einfach weitermachen, noch ehrlicher mitteilen, noch tiefere Schichten.